Ich fürchte mich davor, auf andere zuzugehen. Ich male mir immer aus, was die anderen über mich denken. Das macht mich sehr unzufrieden und zieht mich runter. Aber ich habe herausgefunden, dass andere dasselbe denken. Das hilft mir. Hey, was ist denn los? Ich kann das einfach nicht mehr. Du kennst doch meine Freundin Lara. Die, von der du immer sagst, sie ist toxisch? Sie stellt mich immer öfter bloß und mobbt mich immer schlimmer. Meist wegen meiner Figur. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, da ich auch so eine Freundin hatte. Ich bin froh, dass du erkannt hast, dass sie dir nicht gut tut. Du bist auf deine Art schön, wie du bist. Halte bitte einfach Abstand von Lara. Sie zieht dich einfach nur runter und deine Meinung über dich selbst ist das Wichtigste, was zählt. Aber es ist so schwer, sich selbst zu akzeptieren. Sie hat mich doch so verletzt. Ja, ich weiß, es wird auch ein langer Heilungsprozess. Manchmal hat man trotzdem Selbstzweifel, was aber vollkommen okay ist. Ich werde dir nämlich die ganze Zeit beiseite stehen und wir werden das gemeinsam schaffen. Ich bin oft zu wütend und kann mich nicht beherrschen. Bin schlecht gelaunt und genervt. Mit meiner Laune ziehe ich oft andere runter. Dann habe ich das Zeichen für mich gefunden. Jetzt geht es mir super, ich kann mich mehr auf andere einlassen und bin weniger wütend. Was ein anstrengender Tag. Und jetzt habe ich nicht mal mehr einen Job. Oh nein, ich muss mich ja auch noch um meine drei Haustiere kümmern. Gudrun, das Katzenschwein, Gabi, die Hasenmaus und Greta, den Rentiervogel. Die haben es viel besser als ich. Dafür darfst du fernsehen und bekommst frisches Essen. Ich bekomme nur deine Reste. Du hast es so viel besser als ich. Wenigstens bekommst du die Essensreste und ich nur Gras. Außerdem dürft ihr ins Haus. Ihr habt es alle viel besser. Zumindest habt ihr viel Platz. Gudrun darf im Haus rumlaufen und Greta hat einen großen Stall. Das ist total unfair. Sollen wir uns darauf einigen, dass Gudrun frisches Essen bekommt, Greta die Essensreste und Gabi ein Röhrensystem durch das ganze Haus? Einverstanden. Dafür helfen wir dir bei der Jobsuche.